Jay Gurudev. Begrüße euch ganz herzlich hier aus Lindau. Befinde mich hier am Hafen und möchte heute über das Thema Ritambarapakya sprechen. Ritambarapakya ist die Ebene der Wahrheit, die jeder von uns in sich hat. Wenn wir eintauchen mit der Meditation in die Transzendenz, dann kommen wir in den Bereich, wo die Ebene der Wahrheit, die Transzendenz, ist. Und das ist die Ebene der Wahrheit, das ist, wir nennen sie auch Ritambarapakya, aus der die gesamte Schöpfung ihren Ursprung hat. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, mit unserem Bewusstsein auf diese Ebene zu gehen und unsere Gedanken zu materialisieren. Und da können nur gute Gedanken aufkommen in diesem Bereich. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an einen Stuhl denken und dieser Stuhl, diese Schwingung vom Stuhl enthält alle Informationen und das führt dann dazu, dass diese Schwingung sich in unserem Bewusstsein materialisieren. Das ist dann so vergleichbar mit einer Leinwand. Man schaut auf eine Leinwand und dann läuft dann ein Film ab. Und genauso ist das mit der Ebene von der Ritambarapakya-Ebene, wo also der Gedanke in unserem Bewusstsein wie auf der Leinwand erscheint und wir bekommen alles Wissen, alle Informationen aus diesem Gedanken. Also wenn jemand eine Frage stellt, dann gehen wir mit dieser Frage auf diese Ebene und bekommen die Antwort. Man kann sich das so vorstellen, dass alles Wissen in diesem allerfeinsten Bereich oder man kann besser noch sagen, in diesem transzendentalen Bereich ist und von dort aus wir alles Wissen abrufen können. Alles Wissen, die ganze Erinnerung über die Schöpfung ist auf dieser Ebene und wenn wir jetzt mit unserem Bewusstsein da sind, da können wir auch alles Wissen über die Schöpfung bekommen. Das ist also die subjektive Wissensgewinnung, die uns leider in den Schulen und in den gesamten Ausbildungseinrichtungen fehlt, weil einfach das Bewusstsein nicht dafür da ist. Es wäre also schön, wenn die Regierungen und alle Einrichtungen, die dafür zuständig sind, dass dieses Wissen belebt wird und aktiviert wird, in den Einzelnen, von jedem einzelnen Schüler, Studenten oder Auszubildenden und dass sie diese Möglichkeit haben der Wissensgewinnung. Weil all das andere Wissen, das ist ja eigentlich, ja kann man sagen, das ist Secondhand-Wissen. Weil das ursprüngliche Wissen ist in unserem Bewusstsein. In der vedischen Literatur wird sogar gesagt, das ist Unwissenheit. Weil der Ursprung von allem, was wir an Wissen bekommen durch unsere Ausbildung in den Schulen, in den Universitäten, überall, ist in uns selbst enthalten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden und unsere kostbare Zeit nicht mit diesem mühsamen Lernen, was wir jetzt in den Schulen haben und so, wo wir einfach nur für lernen für die Prüfung. Und wenn es die Prüfung vorbei ist, dann vergessen wir sowieso das meiste, weil das alles gar nicht gebraucht wird. Und wenn man jetzt auf dieser Ritambarapakya-Ebene zu Hause ist, gefestigt ist, dann bekommt man all das Wissen immer zu dem Zeitpunkt, wo es gebraucht wird. Ich habe das selbst mal auch erfahren, diese und auch immer wieder, das muss immer noch mehr stabilisiert werden, aber
Ich habe das erfahren, so, da habe ich mir vorgestellt, so ein schönes indisches Essen. Und das war nur so eine Idee, indisches Essen. Und dann sah ich vor mir einen Teller mit Reis, mit Gemüse, mit Chutney und ja, alles so, wie man sich das vorstellt, gutes, gewürztes indisches Essen. Und ich konnte es auch spüren in mir, als ich es zu mir genommen war, hatte. Und das war dann so, als ob ich wirklich jetzt ein indisches Essen gegessen hatte und hatte auch kein Hungergefühl mehr. Ich war richtig abgesättigt von diesem Essen. Aber das ist so eine wunderbare Möglichkeit jetzt für jeden von uns, diese Ebene von Ritambra-Pakya, diese Ebene der Wahrheit in uns zu realisieren. Und dadurch entsteht eine Zufriedenheit in uns, weil das Ganze, was wir jetzt haben, immer das Gefühl, oh, das muss ich noch wissen und das muss ich noch wissen. Und wie wir wissen, immer jedes bisschen Wissen erzeugt noch eine größere Unwissenheit, weil jedes bisschen Wissen in uns gleich so andere Fragen aufkommen lässt. Und wenn wir mit dem Heim allen Wissens in Verbindung sind und wissen einfach von unseren Erfahrungen, dass wir alles Wissen abrufen können, das gibt so eine Freude und so eine Zuversicht und so eine Gelassenheit und Stille in uns, dass wir einfach loslassen können. Dass wir nicht mehr von einem Punkt zum anderen Punkt hetzen müssen und glauben wir, das muss ich noch wissen, das muss ich noch wissen, das muss ich noch lernen, das muss ich noch integrieren. Nein, das fällt dann alles weg. Einfach, weil wir auf dieser Ebene der Wahrheit, wo nur positive Gedanken aufkommen können und wo auch nur positive Handlungen geschehen können, weil wir da vertraut sind, weil wir da zu Hause sind. Erst dann sind wir wirklich zu Hause, wenn wir in diesem reinen Wissen gegründet sind, gefestigt sind und stabilisiert sind. So, das war so ein kleiner Ansporn, um zum reinen Bewusstsein einzutauchen, um zu transzendieren. Und das ist der Weg. Wir kommen zu dieser Ebene, indem wir alle gröberen Ebenen der objektiven Welt transzendieren, hinter uns lassen und dann in dieses reine Bewusstsein kommen. Dieses erfahrbare, reine, transzendentale Bewusstsein kommt, das ewig ist, das unveränderlich ist. Und da, wenn wir da etabliert sind, dann können wir die Ebene der Wahrheit anzapfen und alles Wissen, was wir haben möchten, bekommen. Jai Gurudev.